Heute möchte ich ein kurzes Video drehen zum Thema Abnehmen. Ich kenne einige Mütter hier aus meinem Ort, die ja zu viel Gewicht haben. Mütter, meistens sind das Mütter mit Kindern und die nicht wissen, wie sie abnehmen wollen oder können und mittlerweile aufgegeben haben, ans Abnehmen zu denken. Die einfach halt alles in sich reinfuttern und sagen, okay, ich habe jetzt eh die Kinder und bin eh mit dem Haushalt beschäftigt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit, ans Abnehmen zu denken. Diesen Menschen möchte ich helfen. Also wenn du zu dieser Sorte gehörst, dann bleib bitte dran. Ich möchte dir helfen, dass du es trotzdem schaffst, gesund abzunehmen. Okay? Es fängt immer im Kopf an mit dem Abnehmen. Ich kenne zum Beispiel eine Mutter, die mehrere Kinder hat und die wurde halt mit der Zeit immer dicker. Ich sage es jetzt nicht böse, okay, aber sie ist mit der Zeit immer dicker geworden, ist immer mehr aufgegangen und halt auch unglücklich darüber. Ich merke, dass sie unglücklich ist, nicht nur sie, viele andere auch, und dass sie sich schämen. Ja, das finde ich immer so schlimm, dass sie sich schämen, weil ich finde, die muss sich dafür nicht schämen. Wenn du zu viel Gewicht hast, hast du zu viel Gewicht. Mein Gott, wer sagt denn, dass das falsch ist? Es ist vielleicht nicht gesund, aber wenn du zu viel Gewicht hast, schäme dich nicht dafür, liebe dich trotzdem. Es tut mir halt immer weh, wenn ich diese Mütter sehe, jetzt auf Weihnachtsfeiern oder so, wie sie dann, wenn sie dann da stehen, die Hand halt so vorm Bauch halten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die stehen dann immer so da und oder ein Kind in die Hand oder eine Tasche. Hauptsache, niemand sieht meinen Bauch. Schäm dich nicht für deinen Bauch, okay? Und wenn irgendjemand eine dumme Bemerkung lässt oder halt da dumm hinguckt, dann ist er ein Asshole, nicht du, ja? Derjenige, der herablassend zu dir ist, der hat einen Scheißcharakter, nicht du. Wenn du dich selber liebst, auch wenn du 10 Kinder hast und Stress im Haushalt hast, einen scheiß Ehemann hast, liegt es trotzdem an dir, ob du abnimmst oder nicht. Es liegt nicht an deinem Mann, es liegt nicht an deinen Kindern, es liegt nicht an deinem Haushalt, es liegt nicht an deinen Eltern, Freunden, Bekannten, Nachbarn. Es liegt an dir. Das wollen wahrscheinlich jetzt einige nicht hören. Warum liegt es an dir? Wenn du in dir drinne an dir arbeitest, mit dir selber zufrieden bist, mit dich liebst. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Es ist auch sehr schwer, heutzutage sehe ich das bei so vielen Menschen, es ist sehr schwer, sich selber zu lieben. Warum ist es so schwer? Da kannst du ja nichts dafür, wenn du dich selbst nicht liebst. Du bist so erzogen worden. Du bist dazu erzogen worden, dass du dich selber nicht lieben sollst. Du bist es nicht wert. Und da hilft es nichts, sich ein Fitnessprogramm zu kaufen. Da hilft es nicht, keine Ahnung, irgendwelche Kurse zu besuchen, weil dann wirst du auch nicht abnehmen. Solange du dich selbst nicht liebst und dir den Wert gibst, den du wirklich wert bist, schaffst du es nicht abzunehmen. Aber du kannst es schaffen, wenn du jeden Tag daran denkst, dass du was Besonderes bist. Denk mal daran, du bist was Besonderes, okay? Du bist was Besonderes, egal was alle anderen sagen. Du bist trotzdem was Besonderes. Und du bist wertvoll für diese Menschheit. Du bist wertvoll. Wenn du dir das klar machst, dann wirst du mit der Zeit merken, ich bin was Besonderes, ich bin wertvoll. Warum soll ich mir diese scheiß Schokolade jetzt reinstopfen? Ich esse weniger Schokolade, ich esse mehr Gemüse. Du fängst an, automatisch, unbewusst, dich mit der gesunden Ernährung zu befassen. Aber erst, wenn du weißt, dass du was Besonderes bist, okay? Dann wirst du den Weg erst einschlagen. Deswegen sagt man ja immer, abnehmen ist eine Kopfsache. Und die Mütter, die ich jetzt kenne, die halt denken, okay, die haben aufgegeben. Ich habe so viele Kinder zu Hause und Haushalt und Mann und keine Ahnung. Warum soll ich nur abnehmen? Ich kümmere mich nur um die Kinder. Du bist es doch wert, abzunehmen. Du bist es doch wert, gesund zu sein. Es gibt Frauen, die ein bisschen korpulenter sind, aber gesund. Aber die meisten haben irgendetwas. Wenn du zum Arzt gehst, jetzt denk mal nach, du bist jetzt ein bisschen übergewichtig, geh mal zum Arzt. Denkst du nicht, dass er irgendwas finden wird? Die meisten haben ja auch Angst, zum Arzt zu gehen. Sei es irgendein Anzeichen auf Diabetes, auf irgendeine Schilddrüsenerkrankung, auf irgendetwas. Also jeder weiß, dass Übergewicht nicht gesund sein kann für den Körper, weil mit der Zeit kommt irgendwas. Ja, da ist jetzt vor kurzem ein Mann, der auch übergewichtig ist, gestürzt vom Stuhl, der ist auf dem Stuhl hoch, ist gestürzt, hat sich beide Beine gebrochen, weil er halt zu dick war. Warum? Du bist dick, weil irgendwas in deiner Vergangenheit war oder in deiner Gegenwart gerade läuft. Ja? Ich kenne zum Beispiel einen ehemaligen Arbeitskollege, der war übergewichtig, nachdem sein Vater gestorben ist. Ja? Er fing dann an zu essen, er ist damit nicht klargekommen, wurde immer dicker. Einige Kollegen fanden das halt lustig, dass er dick ist. Mir hat er wirklich immer schrecklich leid getan, weil ich gesehen habe, es kommt, er ist total unglücklich damit. Er hat immer wieder Bilder mitgebracht, wie er früher aussah. Guck mal, wie ich aussah früher, so dünn war ich. Dann habe ich gemerkt, das ist einfach psychisch bei ihm, ja? Weil der Papa halt gestorben ist. Also sei dir bewusst, warum du mit dir selber unzufrieden bist. Was hast du? Oder was ist mit deiner Umgebung? Was ist mit dir los? Es gibt viele, die traurige Erlebnisse hatten, aber du musst daran denken, das ist Vergangenheit. Wir sind jetzt in der Zukunft, wir sind jetzt in der Gegenwart, nicht in der Zukunft. Wir sind in der Gegenwart. Die Vergangenheit sollte nicht deine Gegenwart belasten.
Ansonsten wirst du dein Leben lang traurig sein, okay? Und gib nicht anderen die Schuld, such sie erstmal bei dir. Wenn du anfängst, die Schuld an deinen Problemen bei dir selber zu suchen, dann wirst du auch die Lösung finden, das verspreche ich dir. Wenn du aber die Schuld bei anderen suchst, mein Mann macht beim Abnehmen nicht mit, die Kinder wollen aber immer diesen Scheiß essen, dann wirst du nie abnehmen, okay? Das ist vielleicht etwas, was du nicht hören möchtest, aber es wird dir weiterhelfen, ganz bestimmt. Such erstmal die Schuld bei dir, was kannst du ändern? Du wirst dich erwischen, dass du immer wieder Ausreden finden wirst. Ja, aber der oder aber die, aber ich habe kein Geld oder keine Ahnung. Du wirst immer eine Ausrede am Anfang finden. Aber denk immer daran, arbeite an dir, denk immer daran, bis du irgendwann die Lösung hast. Ja, eigentlich, warum soll ich mich selbst nicht lieben? Ich bin doch wertvoll. Wenn du dich liebst, wirst du auch den Weg zum Abnehmen schaffen. Ich werde natürlich weitere Videos hier posten, Tipps und Tricks, wie du es schaffen kannst, abzunehmen, wie du es schaffen kannst, die Familie gesünder zu ernähren, wie du Fitness in deinen Alltag integrieren kannst. Das Wichtigste beim Abnehmen, finde ich, ist nicht unbedingt der Sport oder das, ich muss auf jetzt gesund essen. Das Wichtigste ist, es stressfrei zu machen. Und das bedeutet, das Wichtigste ist, es zu organisieren. Ja, wenn du dich selbst organisierst, wann du kochst, was du kochst, wann du Sport machst. Also das Wichtigste immer zuerst, du planst immer alles im Voraus, dann wirst du dein Ziel erreichen. Wenn du aber in den Tag hineinlebst und einfach alles so auf dich zukommen lässt, dann wirst du wieder so enden, dass du ja vor deiner Fertigpizza sitzt und die isst, weil du schon wieder nicht geschafft hast, was zu kochen. Okay? Ich werde weitere Tipps auf jeden Fall hier posten und ich habe eine Homepage, auf die ich alles posten werde. Ich werde euch nochmal den Link unten reinsetzen. Da kannst du dich auf jeden Fall mit deiner E-Mail-Adresse eintragen. Ich werde dir Tipps geben, Tricks, kostenlose Rezepte und werde dich Schritt für Schritt an dein Ziel an der Hand nehmen und dir zeigen, wie du es schaffen kannst. Ja? Wenn es hab so viele geschafft, dann schaffst du es auch. Es ist wirklich nicht schwer, aber du musst einige Sachen beachten und diese Dinge werde ich dir auf jeden Fall erklären. So, wenn du keine Videos mehr von mir verpassen möchtest, dann kannst du mich gerne hier abonnieren. Ich wünsche dir alles Liebe. Schau unbedingt auf meiner Website nach und hinterlasse deine E-Mail-Adresse. Ich werde dir kostenlose Tipps schicken und hoffe, dass du dabei bist. Alles Liebe und bis dann. Tschüss!